Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 4. Oktober, präsentiert von eBepro, die Lösung für Bestand und Provision. Allianz verkleinert Vorstand. Die Allianz wird zum Jahreswechsel den Konzernvorstand von 11 auf 9 Mitglieder reduzieren. Das Gremium sollen Ivan de la Sota und Sergio Balbino verlassen, auch die Aufgabengebiete sollen neu verteilt werden. Vermittlerschaft lehnt Provisionsrichtwerte ab. Die deutsche Vermittlerschaft, die am 29. September zum 18. Bonner Spitzentreffen zusammenkam, wendet sich vehement gegen staatliche Eingriffe in ihre Vergütungen, namentlich gegen die Pläne der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Provisionsrichtwerte einzuführen. Die Vermittler sehen dafür keinen Handlungsdruck. Es gäbe schließlich keine Verwerfung am Markt, die eine Begrenzung der Vermittlervergütung rechtfertigen würde. Provisionsrichtwerte würden außerdem einer marktwirtschaftlichen Ordnung widersprechen. Kriterien für Kfz-Versicherung. Guter Schutz wichtiger als Preis. Für über 80% der Autofahrer kommt es bei der Kfz-Versicherung auf einen umfangreichen Schutz und einen günstigen Preis an. Ein Großteil vertraut beim Abschluss der Kfz-Versicherung auf Empfehlungen. Familie und Freunde sind die beliebtesten Berater, aber auch Gütesiegel, Fachmedien und einige bekannte Persönlichkeiten können punkten. Das zeigt der Allianz Direkt Autoreport. Deutlicher Anstieg bei Betrugsversuchen. Die Anzahl der Betrügereien und Betrugsversuche steigt weiterhin deutlich an. Lag die Steigerungsrate im privaten sowie im gewerblichen Versicherungsbereich im Jahr 2020 bei der Allianz bei rund 10%, so ist 2021 ein erneuter Anstieg zu verzeichnen. Unsere Betrugsabwehr hat 2021 gegenüber dem Vorjahr rund 20% mehr Betrugsversuche aufgedeckt, erklärt Jochen Haug, Schadenvorstand der Allianz Versicherung AG. Und auch im ersten Halbjahr 2022 sehen wir bereits, dass sich der Anstieg der Betrugsversuche fortsetzt. Maklerpool startet eigenen Assekurateur. Der Maklerpool KAP Makler Service GmbH hat mit seinem Tochterunternehmen, der KAP Makler System GmbH mit Sitz in Euskirchen, einen eigenständigen Assekurateur KAP Systems gegründet. Dieser startet mit einem Wohngebäudeprodukt in den Markt. Weitere Sparten sollen folgen. Wie sehen die Produkte, der Markt und die Versicherungsbranche 2030 aus? Am Montag wurde der dritte Teil unserer Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus veröffentlicht. In dieser Folge widmen sich Marco Peterson und Jonas Pieler der Versicherungsbranche an sich. Gemeinsam mit vielen Stimmen aus der Branche beantworten sie die Fragen, wie wird der Markt aussehen, wie viele Versicherer gibt es noch, welchen Einfluss haben eigentlich Amazon, Meta, Google wirklich, wie schaut es mit Insurtechs, Plattformökonomie oder Embedded Insurance aus, welche Rolle spielen KI, welche neuen Produkte wird es geben oder wie relevant ist dann eigentlich die Cyberversicherung. Hören Sie die Folge ab sofort im Versicherungsfunk. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 4. Oktober, präsentiert von eBepro, die Lösung für Bestand und Provision.